Wiesbaden. Guten Morgen, Wiesbaden. Guten Morgen, Wiesbaden. Christoph Windolf, Stefan Herock und Johannes Marx aus dem Team von St. Bonifatius begrüßen herzlich auf dem Neroberg. Gerne hätten wir wie jeden Donnerstag im Mai morgens um 7 mit euch und mit Ihnen hoch über der Stadt, dem Himmel etwas näher, den Tag und den lieben Gott begrüßt. Und uns anschließend an einem Espresso und einem Croissant erfreut. Corona war dagegen. Wir reisen stellvertretend auf dem Neroberg. Natürlich brav mit Abstand. Immerhin, es ist wirklich 7 Uhr morgens. Nun sind wir auf Wolkenlinie, via Himmelsfunk, mit euch und mit Ihnen verbunden. Wir begrüßen den neuen Tag mit einem alten Psalm und seinem zeitgenössischen Widerhall in unseren Herzen und Gedanken. Heute mit Stefan Herock. Morgen Wiesbaden, den lieben Gott begrüßen. Ich persönlich mache das gerne morgens am offenen Fenster mit dem großen Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters, der du über mich gewacht hast, treu heute Nacht, und des Sohnes, der du mich mit aller Welt verbinden willst, und des Heiligen Geistes, der du mir die Liebe ins Herz gesenkt hast. Amen. Hier oben auf dem schönen Neroberg, dem Hausberg über Wiesbaden, dem Vogelgezwitscher nahe, dem Getriebe der Welt noch etwas fern, mit alten Psalmen den Nachklang in unsere Zeit. Ich habe für heute den Psalm 19 ausgewählt. Ein Schöpfungspsalm. Hört ihn mal, wie er im Original klingt. Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes. Vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut es der anderen kund, ohne Worte und ohne Reden. Unhörbar bleibt ihre Stimme. Doch ihre Botschaft geht über die ganze Welt hinaus, ihre Kunde bis an die Enden der Erde. Denn dort hat er der Sonne ein Zelt gebaut. Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende der Erde. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie erquickt den Menschen. Die Weisung des Herrn ist verlässlich. Den Unwissenden macht sie weise. Sie erfreut das Herz des Menschen. Sie erleuchtet die Augen. Sie ist kostbarer als Gold, als Feingold in Menge. Sie ist süßer als Honig aus Waben. Wer bemerkt seine eigenen Fehler? Behüte mich, Gott, auch vor vermessenen Menschen. Sie sollen nicht über mich herrschen. Die Worte meines Mundes mögen dir gefallen. Was ich im Herzen erwäge, stehe dir vor Augen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Psalm 19, mehrere tausend Jahre alt. Ein Donnerstag im Mai 2020. Corona-Zeiten, die uns voneinander fernhalten. So gern wären wir hier zusammen auf dem Neroberg. Mein Nachklang, mein Widerhall auf diesem Psalm 19. Nachgedichtet. Verdichtet auf unsere Zeit. Ach, würden wir Menschen von heute dem Himmel die Herrlichkeit Gottes doch nur etwas mehr ablauschen und abpflücken und abgucken. Ja, dem Himmel die Herrlichkeit Gottes abgucken.
wie dem Klassenkameraden neben uns damals die richtigere Formel in der Klassenarbeit. Die Herrlichkeit Gottes dem blauen Himmel abgucken, der uns erheitert. Wenn uns beim Augen- und Fensterläden öffnen morgens die Sonne anlacht. Oder dem Himmel mit den grauen Wolken, der uns den ersehnten Regen bringt nach zu trockenem April. Ein Tag teilt sie dem anderen mit, eine Nacht flüstert sie dem anderen zu, die Herrlichkeit Gottes, ganz ohne Worte im lauen Frühlingswind. In der Lust, noch oder wieder beieinander zu sein, wenn Corona uns lässt. Ach, würden wir Menschen von heute den Himmel, die Wolken, die Bäume verstehen als Botschaft Gottes, den Wind, selbst im Sturm singt sein Lied, die ächzende Natur als Weisung Gottes, kostbarer als Gold, süßer als Honig, sagt der alte Psalm. Bitter aber auch wie heilsame Medizin, die Sprache der Natur als Ratschlag fürs Leben, die Krankheit als Warnung, selbst ein Virus als finaler Alarm. Wer bemerkt seine eigenen Fehler? Psalm 19. Behüte mich, Gott, vor Vermessenheit in mir und um mich herum. Herr, du mein Fels, 100-mal Neroberg. Behüte uns diesen Tag, schenke uns Menschen Geduld, vor allem im Abstand halten. 1,50 Meter mindestens. Und weniger Scheu vor dem Mundschutz. Amen. Das wäre mein Psalm 19. Alte Psalmen, neue Psalmen. Ich habe Ihnen noch einen mittelalten mitgebracht, so aus den 30er Jahren. Mein Psalmist ist nicht sehr fromm gewesen, aber auf tiefe Weise doch dem Leben sehr verbunden und auf diese Weise religiös. Einer meiner liebsten Poeten und in seiner Moral unübertrefflich, auch wenn er uns als Mensch ins Gewissen redet. Und da der Mai noch nicht so lange, naja gut, wir sind schon bald in der Mitte, mein Mai-Prophet, mein Mai-Psalm der ganz besonderen Art. Viele von euch und von Ihnen werden ihn sofort erkennen, deswegen der Autor erst am Schluss. Im Galarock des heiteren Verschwenders, ein Blumenzepter in der schmalen Hand, fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders, aus seiner Kutsche grüßend über Land. Es überblüht sich. Er braucht nur zu winken. Er winkt und rollt durch einen Farbenhain. Blaumeisen flattern ihm voraus und Finken und Pfauenaugen flügeln hinterdrein. Die Apfelbäume hinterm Zaum erröten, die Birken machen einen grünen Knicks. Die Drosseln spielen auf ganz kleinen Flöten das Scherzo aus der Symphonie des Glücks. Die Kutsche rollt durch atmende Pastelle. Wir ziehen den Hut, die Kutsche rollt vorbei. Die Zeit versinkt in einer Fliederwelle, oh, gäb es doch ein Jahr aus lauter Mai. Melancholie und Freude sind wohl Schwestern. Und aus den Zweigen fällt verblühter Schnee. Mit jedem Pulsschlag wird aus heute gestern. Auch Glück kann wehtun, auch der Mai tut weh. Er nickt uns zu und ruft, ich komm ja wieder. Aus Himmelblau wird langsam Abendgold. Er grüßt die Hügel und er winkt dem Flieder. Er lächelt, lächelt und die Kutsche rollt. Natürlich Erich Kästner. Melancholie und Freude. Und ein Mai, der wehtut, in diesen Corona-Zeiten leider für uns alle schmerzlich. Wir hier oben alleine auf dem Neroberg mit unserem Donnerstagmorgen im Mai wünsche Ihnen alles Gute für diesen Tag und den Segen Gottes, der tief in unserem Leben sei.
mit herzlichem Gruß von uns als Team und St. Bonifatius einen wunderschönen Tag.